Und Ephadias steht dann schon im Kontor oben. Ihr habt das ja alles ausgebaut, beziehungsweise Wascher hat das wohl gemacht vor einiger Zeit, die verschiedenen Räume arrangiert und habt da wohl oben euer eigenes kleines ja, Bücherregal mit den Informationen und im Versammlungsraum trefft ihr dann auf Ephadias, der gerade einen Brief in der Hand hält. Ja, da seid ihr. Gnaden. Ich hoffe, man konnte euch im Effa-Tempel helfen. Effa-Tempel. Das guckt etwas verdutzt. Ich dachte, ihr wärt wohl dorthin gegangen. Kairas, ihr sagtet das doch. Ich bin davon ausgegangen, er sagt, er wollte Richtung Hafen gehen. Und wo soll ein Effa-Geweihter sonst hingehen? Ich habe mich wieder einmal verlaufen. Aber dann bin ich den Flüssen gefolgt und so zu unserem Kontor gekommen. Sehr effortgefällig. Hast du das Blut eigentlich inzwischen aus deinen Augen gewischt? Ja, das ist weggewischt. Ganz klar. Washer und Rodrigo sind scheinbar nicht hier. Ihre Betten sehen unbenutzt aus. Nun, die Ukuri liegt auch nicht an. Sie werden wohl noch mindestens eine Woche draußen sein. Was ist der Stand mit Ogdan? Sie sagen, er wird wieder. Er ist Treibholz. Puh, das beruhigt mich. Daraus sinkt auf seinen Sessel. Wir haben Post bekommen. Der schiebt einen Brief rüber. Scheinbar interessiert sich ein Erzmagus für die Arche. Keine Ahnung, woher er die Informationen hat. Er sagt, er kennt sich mit der Entschwörung aus und. Lies doch einmal bitte ganz vor. Nun, sein Name ist Jelef Ibn Jashar, Erzmagus und Elementarbeschwörer. Ich lese vor. Ihr Kinder des Wahnwitzes habt dreifach dreimal Heldenmut bewiesen. Mag ein Mahayatam auch mächtig wie eine Sultansechse, flink wie ein Wüstenskorpion, und tödlich wie der tausendjährige Zweihänder von Talusa sein. Ihn zu zähmen ist gefährlicher als jede Bußgurt. Ein Ritt am Saum des. Ein Ritt am Saum des Jehenachs, wo die Ifnitim euch nach euch gieren. Was immer ihr tut, beleuchtet zunächst alle Seiten des Mahayatam mit dem Licht der Erkenntnis. Und gewinnt neues Wissen für die magische Zunft. Ein Wurf von Effa daraus. Seine eigennützigen Motive sind jetzt schon klar. Noch nie konnte das Wesen einer Arche erforscht werden. Werdet ihr gewahr, dass dieses Ungetüm gebannt werden muss, so werde ich, in Hesindes Namen, versuchen, euch zur Seite zu stehen. V mit Amul, Mantra, und im Original des großen Buchs der Abschwörungen. Muss ja sagen, ich bin von den gelehrten Herren und Frauen aus Festum nicht so begeistert. Vielleicht würden die hier neuen Wind an Deck bringen. Ihr seid von überhaupt keinen gelehrten Herren begeistert. Oh, jetzt übertreibst du aber ja lang. Möglich. Aber ich denke, ihr habt recht. Oh, Magistra. Kohlrab mag kompetent sein, aber sie produziert im Moment keine Ergebnisse. Nach kurze meiner Frage. Kiaras Karino darf anwesend sein, ne? Also ich habe das jetzt einfach mal ganz automatisch so angenommen. Ja. Also er ist zu kompetent, als dass wir ihn irgendwo bei den Mannschaften versauern lassen können. Ja, genau. Nach meiner Erfahrung ist ein Magier anzuhalten immer ein zweischneidiges Schwert. Ich habe selbst einmal den Fehler gemacht. Sie verlangen viel Geld, ein luxuriöses Quartier, tun den ganzen Tag nichts und wenn sie dann mal zaubern sollen, wollen sie ja nur noch mehr Geld aus den Rippen schneiden, bevor sie etwas tun. Ich weiß nicht, also der Pfeil des Lichts, den wir an Bord haben, der ist doch relativ spärlich. Ein Pfeil des Lichts, ein Mittelländer, nehme ich an. Ja. Die sind, die jagen andere Magier. Ich nehme eher an, dieser Erzmagus wird ein Tulamide sein. Die sind anders. Anders, Meister Karinor. Sie leben von Geld, sie atmen Geld, sie bluten Geld.
Wenn ihr kein Geld habt, dann werden sie auch keinen Finger rühren. Und zum Glück haben wir Geld. Es wird allerdings sehr teuer werden. Kapitän, darf ich euch auf ein Wort unter vier Augen in den Nebenraum bitten? Hm? Wenn es sein muss. Verzeiht, meine Herren. Daraus liegt auch einmal dem Rondra-Geweihten zu, den er bisher nicht kennt, aber auch vermutet, dass der auch angeheuert werden wird oder uns begleiten wird. Ja, Ahmad nickt dir dann auch einmal zu. Du würdest sehen, dass er sehr angestrengt da seine Stirn in Falten liegt. Scheint wohl das Gespräch versuchen zu verfolgen. Ja, euer Gnaden. Ausgehen in den Nebenraum. Er schließt die Tür. Er nimmt einen strammen Schritt an und sieht so aus, als würde er einen Seesoldaten Salut machen. Bitte um Erlaubnis, Bericht erstatten zu dürfen. Ja, dann salutiert dann etwas überrascht blinkend zurück. Natürlich, erstattet Bericht. Es ist zu einem Zwischenfall auf der Arche gekommen. Ihre Exzellenz Praiodini, unser Swafnir-Geweihter Hasswolf, die eine der Torwallerinnen und der Pfeil des Lichtsee. Ja, durch Zufall habe ich sie getroffen vor dem mit magischen Symbolen versiegelten Raum, den wir selbst noch nicht betreten haben, wo wir bisher nur das Tor zu den Niederhöllen vermutet haben. Sie wollten den Raum stürmen. Ich habe ihnen befohlen zu warten und sie verlassen, um mit den Steuerfrauen zu reden. Und dann siehst du, wie plötzlich Verdars Augen sehr feucht und glänzend werden. Aber dann sind sie, ohne auf mich zu warten, in den Raum, haben ihn geöffnet und Hasswolf. Kapitän, Hasswolf hat sein Bein verloren. Die anderen drei sind verstorben. Was? Jetzt laufen große Tränen aus den Augen des ehemaligen Effertgeweihten. Ich übernehme volle Verantwortung für diesen Zwischenfall. Adios, ich packe ihn nur mit der Schulter, schüttel ihn leicht. Kommt zu Sinn, was erzählt ihr? Warum sind sie gestorben? Woran? Hört man das auf der anderen Seite des... Ja, gedämpft durch das Holz kannst du das hören, ohne Probleme. Also das Gespräch ist eigentlich... Es ist 1:1 zu hören, es ist nur dumpfer, aber du kannst jedes Wort, also jeder kann jedes Wort verstehen. Alles klar. Es scheint sich dahinter tatsächlich ein Portal zu befinden und sie haben dort etwas, diese Schleimwesen vermutet. Sie haben sie für niedere gehalten, aber das war ein Fehler. Es scheint sich um höher gestellte Dämonen zu handeln und sie wurden vernichtet. Paios, hilf. Ich. Ja, dann. Ich weiß, wir... Moment, ich muss mich setzen. Ich weiß, wir sind zusammen auf diese Arche gekommen, haben sie zusammen im Sturm ergriffen. Aber ich zweifle, dass ich der Richtige bin. Das Schwert, es zerrt zu sehr an mir und ich konnte sie nicht beschützen. Nur Hasswolf und ich weiß nicht, ob er jemals... Warum hat er nicht auf mich gehört? Ich weiß nicht, ob er jemals derselbe sein wird. Wenn ihr meinen Rücktritt verlangt, Kapitän, werde ich meinen Posten zurücklassen. Der Wille der Inquisition ist unabdingbar. Ihr hättet sie nicht aufhalten können. Ich hätte mit ihrem Starrsinn rechnen müssen. Ich hätte spüren müssen, dass sie den Raum betreten, ohne auf mich zu warten. Verfluchte. Und das Tor? Haben sie es wenigstens versiegelt?
Nein, ich habe die Tür wieder verschlossen. Mit Eichenholz, aber es ist nicht das gleiche wie mit den Zauberersiegeln. Diese Runen, diese Schrift, in der sie schreiben. Brindijan und die anderen. Vielleicht könnten wir die Hilfe des Erzmagus tatsächlich gebrauchen. Ich... Ja. Ja. Ja, ihr habt recht. Wir scheinen ein wenig zu nah am Feuer gespielt zu haben. Es tut mir leid, Jalan. Ich habe dich enttäuscht. Ihr hättet sie nicht aufhalten können. Zumindest nicht in einem Stück. Gut. Sie haben ihren Hochmut scheinbar mit dem Leben bezahlt. Sie sollten Sorge tragen, dass das nicht nochmal passiert. Hi. Geht schon mal, ich bin direkt hinter euch. Klaus wischt sich noch die letzten Tränen weg und tritt dann wieder in den anderen Raum. Von drin hört man dann noch einen dumpfen Knall, als hätte jemand gegen irgendetwas geschlagen oder irgendetwas hinuntergeworfen. Und tritt Jala eine kurze Zeit später auch aus dem Raum. Ich blicke dir entgegen. Omni schaut euch auch sehr neugierig und abwartend aufmerksam an. Nachmat schaut einfach nur finster. Meine Herr Jalan, wir konnten übrigens alles hören. Die Wände sind doch recht dürr. Captain, ich ziehe meine vorigen Bedenken zurück. Ein entzaubernder Erzmagus hört sich ganz plötzlich sehr verlockend an. Jalan versucht einfach, seine Gesichtszüge unter Kontrolle zu behalten. Gut, dann sind wir uns da einig. Euer Gnaden, hört aus, richtet sich an Ahmad. Diener des Launenhaften. Ahmad würde dich auf Tulamidia begrüßen. Leg dir einmal zu. Verzeiht, ich spreche eure Zunge nicht. Damit er fährt aus auf Reti. Kann hier irgendjemand übersetzen für die beiden? Ich verstehe. Ein wenig. Nickt Ephadaios zu. Mit der Ritter schaut Recht. Mal zu Karino rüber, beziehungsweise Kiaras. Würdet ihr das Ganze bitte dolmetschen? Ja, ich übersetze das dann. Ich spreche beide Sprachen flüssig. Krieger der himmlischen Leuen, werdet ihr uns auf unserem Streitzug begleiten? Das werde ich. Ich habe diese Aufgabe von Eila von Schattengrundfürst selbst bekommen. Ich werde dafür sorgen, dass niemand den Erzdämonen anheimfällt. Vor allem nicht der Herrin der tiefen der Herrin der tiefen See. Wir befinden uns hier immerhin auf der blutigen See. Und das ist ihr Gebiet. Und eure gefallenen Brüder und Schwestern rächen. Sicherlich. Rache? Wie meint ihr das? Nun, weiß ihr, seid zum Schutz der Menschen hier, aber es muss doch sicher in eurem Herzen auch nur so wallen vor Wut, als das eine Schiff besetzt mit, ich glaube, es waren 5 Dutzend eurer Brüder und Schwestern, in einer Arche vernichtet wurde. Davon weiß ich OT gerade gar nichts. Habe ich diese Information schon bekommen? Das ist in der Rondra-Kirche ist das ein absolutes Debakel. Das weiß jeder Rondrianer. Und gerade, dass du auch von Eila von Schattengrund geschickt worden bist. Sie selber war damals mit an Bord, als die Wogenrache 2 rondrianische Schiffe versenkt hat. Alles klar. Ja, da siehst du, wie Ahmad gerade sehr stark seine Kiefer beansprucht. Also du siehst, dass er gerade da sehr zähneknirschend steht, als das fertig übersetzt wird.
Fürwahr, das war eine dunkle Stunde für unseren Orden. Allerdings bin ich nicht auf Rache aus. Meine Aufgabe ist es, die Sicherheit der Arche zu gewährleisten und ihre Vernichtung, bevor sie in die Hände der Feinde fallen kann. Rache ist nicht ehrenvoll, aber sollte ich sie bekommen, werde ich es akzeptieren und als Schicksalsschlag der Leuen sehen. Ja, konnten viel über unseren Feind lernen. So etwas wird sich nicht noch einmal zutragen. Achmar nickt einmal. Aber sagt, Ephadaios, deinen Namen habe ich noch gar nicht. Aber sagt, Diener des Launenhaften, ich würde auch noch mal etwas mit euch besprechen wollen. Vielleicht auch nicht unbedingt mit allen Anwesenden. Gut, kann das bis nachher warten. Wann ist nachher? Kapitän, was steht auf unserer Agenda? Zunächst einmal brauchen wir ein Boot. Kiaras, wird sich darum hoffentlich bekümmern. Gleichzeitig werden wir diesen Magier herbeiholen und mit ihm reden müssen. Das sind die beiden wichtigsten Dinge. Ich möchte gerade angesichts der neuesten Entwicklungen so schnell wie möglich zur Arche zurück. Für uns wird das kleine Boot, mit dem wir hergekommen sind, reichen. Wenn wir weitere Söldner anheuern, sieht das anders aus. Und wir haben noch 14 Söldner hier, die wir ebenfalls mitnehmen müssen. Ah, ihr Kapitän. Na gut, dann weiß jeder, was er zu tun hat. Wenn jemand Kiaras zur Hand gehen möchte, soll er dies tun. Ansonsten, werden wir wohl schauen müssen, wo wir diesen Magier in die Finger kriegen. Von wo, sagt er, schrieb er, war er? Ich schätze, er ist von der ansässigen Akademie. Er ist Erzmagus, das sollte sich doch leicht herausfinden lassen. Name klingt ulamedisch. Dann werden wir wohl dort unsere erste Anlaufstelle finden. Ihr solltet euch definitiv ein besseres Beiboot besorgen, wenn ihr nicht mit eurem Hauptschiff hier anlegen könnt. Eine dauerhafte Möglichkeit ist es auch nicht, jetzt einen Seelenverkäufer zu kaufen. Der Mann hat recht. Wir werden uns darum bei Zeiten bekümmern müssen. Habt ihr keinen sicheren Hafen, wo ihr anlegen könnt und ein Zweitboot lagern könnt? Derzeit nicht, wir arbeiten daran. Aber zunächst einmal stehen andere Dinge auf dem Plan. Nun gut, Kairas. Besorgt uns ein Boot. Ich heb bei dem falsch ausgesprochenen Namen nochmal die Augenbraue, nick dann aber nur. Versichere dir, es ist keine Absicht. Ich versau's einfach nur, sorry. Soll ich euch begleiten, Kiaras? Von mir aus. Ich genieße gute Gesellschaft. Und ich kann hoffentlich die Gelegenheit nutzen, dass ihr mir ein wenig versucht, diese Sprache näher zu bringen. Fürchterlich, wenn man sich vor Ort nicht verständigen kann. Omelie lächelt dich entschuldigend an. Ich bin sicher, ich kann euch einige wichtige Dinge beibringen, schon. Doch weiß ich nicht, ob ich ein gut genug Lehrer bin, um euch Sprachen beizubringen. Ich habe es noch nie versucht. Nun, ich denke, das ist Zeit. In meiner Heimat werden viele Sprachen gleichzeitig gesprochen. Da müsst ihr mir unbedingt erzählen, während wir uns auf die Suche nach einem adäquaten Reisegefährt machen. Aber gerne.
Ich strecke dir einen Arm entgegen, dass du dich einhaken kannst. Das Angebot im Trommeli mit Vergnügen an. Ja, dann gehen wir mal und suchen uns einen Seelenverkäufer. Was möchtest du? Einen Seelenverkäufer? Ja, es muss ja kein sehr tolles Schiff sein, sondern ein Schiff, das jemand loswerden will. Ja, definitiv. Also du wirst hier im Seehafen eine ganze Menge Schiffe finden. Da muss man noch die richtigen Leute finden, die das dann eben auch verkaufen. Aber wenn du möchtest, könntest du hier von einer Lorcher bis zu einer Zedracke alles in fast jedem Zustand auftreiben. Also eine viermastige Zedracke in neuem Zustand ist ein bisschen schwerer zu besorgen. Aber gerade so eine verfallene Lorcher, die kriegst du richtig schnell. Und auch eine verfallene Talucke, einmastig, zweimastig, dreimastig, da kann man eine ganze Menge mitbekommen. Mhm. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, wie viel Budget ich habe. Aber das musst du einmal erfragen, richtig. Ja, genau. Aber ich schaue mich vor allem erstmal um, was zum Angebot steht. Und ich werde definitiv wissen, wie viele Leute ungefähr mit müssen, oder? Ich hab die ja gesehen, alle. Die ganzen Matrosen, die jetzt zurücknehmen müssen. Na gut, Matrosen. Worauf ich allerdings achte, ist, dass die Schiffe nicht sofort untergehen, wenn sie aus dem Hafen fallen. Heißt, dass der Bug nicht komplett durchgerottet ist. Habe ich mir gedacht. Wenn du ein Schiff kaufen möchtest, eine Lorcher kostet so um die, wenn sie zweimastig ist, 12.000 Dukaten. Zweimastig muss aber nicht sein. Ich sag mal, wenn es ein einmastiges Schiff ist, dann wirst du so, was nimmt man für ein einmastiges Schiff? Eine Lorcher, 2.000 Dukaten. 2000 Dukaten, und wenn du dann in der Qualität runtergehst, dann werden die auch günstiger. Mhm. Also ich suche definitiv nach einem Schiff, das älter ist, das jemand loswerden will und das noch so ein, zwei Fahrten in sich hat. Okay, dann Qualität so, dass es ausreicht, zu den Sümpfen zu kommen. Was ihr danach macht, das könnt ihr euch dann überlegen. Möchtest du noch handeln oder möchtest du dann nach Listenpreis kaufen? Also das, was sie dann anlegen. Ich will natürlich handeln, natürlich. Ich bin Thulamide. Ich wollte gerade sagen, also das liegt dir im Blut, und alle Thulamiden würden es sonst auch als sehr, sehr unhöflich betrachten, wenn du da nicht handelst. Das wäre erschrecklich. Fex würde mich verfluchen. Genau, also Ausgangspreis wären bei der Qualität 1000 Dukaten. Ja, wie gesagt, mein erster Rundgang ist Informationen sammeln und das Angebot sammeln. Dann möchte ich zurück zum Captain und mit dem das absprechen, ob das für ihn in Ordnung ist. Ahmad würde währenddessen mal auf Ephadaios zugehen, ihm die Hand hinhalten und meinen: Ich bin Ahmad Khadar al-Bakra, Diener der göttlichen Leuen. Er nickt Ephadaios einmal zu. Ja, er ergreift deine Hand. Du merkst, dass er dich von oben bis unten mustert, als du seine Hand nimmst, auch einmal die Handfläche umdreht, ob er dort irgendwo Holz sieht. Wenn ihr nach einem Gildensiegel sucht, findet ihr nicht. Ich suche Zeichen von Fluch. Ja, das Einzige, was du an ihm findest, ist eine Delfin-Tätowierung auf der Hand. Also, er ist offensichtlich Geweihter. Seine Rüstung mag sehr ungewöhnlich sein, aber an der Delfin-Tätowierung kannst du ihn auf alle Fälle erkennen. Ja, also, dass er Geweihter ist, ist mir schon klar, aber ich suche halt den Zeichen von Fluch, den da der Dingens auch aufgewiesen hat, dass der sich langsam in Holz verwandelt hat. Ja, machen wir eine Heilkunde-Wundenprobe. Also, derzeit sieht er aus Kleidung so aus, dass er die Ifansai-Rüstung am Leib trägt und die bis oben hin zugeschnürt ist. Und darüber trägt er noch die Standard-Effert-geweihten graue Leinenkutte. Allerdings ohne den geweihten Schmuck. Ja, also er hat keine offensichtlichen Verletzungen. Er hat auch kein Holz an sich, das, was du jetzt erkennen kannst.
Zumindest hat er nicht diesen Fluch, den Ukdan wohl hatte. Das wäre dann irgendwas anderes. Ist ja auch nicht zu erkennen, warum seine Augen bluten sollten, denn verletzt sind die nicht. Okay. Dann schaut Ahmad einfach nur schweigend Ephadaios an. Ja, ihr macht euch Sorgen um mein Seelenheil, nicht wahr? Richtig. So recht. Aber das werdet ihr schon bald verstehen, wenn ihr auf der Arche seid. Die Götter, die 12, die spielen ein böses Spiel. Und ich will es gar nicht alles auf sie schieben. Sie tun wahrscheinlich ihr Möglichstes. Aber ihre Gegenspieler, nun, ihre Kraft ist, ihr Einfluss ist hier an der blutigen See nicht zu unterschätzen. Nun, wir, die Diener der Götter, sind die letzte Bastion, um das Böse von dieser Welt fernzuhalten. Er nickt dir einmal zu, klopft dir auf die Schulter. Wenn du fällst, fällt auch der Glaube an die Götter. Es gibt immer noch die Menschen. Und auf sie müssen wir aufpassen. Sie müssen den Kampf am Ende austragen. Richtig. Wir sind dafür da, dass sie nicht vom richtigen Weg abkommen. Doch auch wir sind nur Menschen. Wir haben auch Laster. Du siehst, dass er da einmal an seine Seite zu Hilal blickt, der einen Rucksack auf hat. Ja, Hilal wird auch wie automatisch dann zu dir hingehen. War wohl gerade im Gespräch mit Potro und Pokwom, die wohl zu dieser Werft wohl gehören. Und reicht dir dann einen kleinen, ja, ist das ein Schnapsfläschchen? Zumindest irgendeine Art Getränk, die er dann dem Geweihten wie automatisch anbietet. Ist das? Er hebt so die Hand und hält das so vor, dieses kleine Getränk. Eins meiner Laster. Euer Akolot, oder wer ist das? Dies ist Hilal, mein Waffenträger und Sklave. Sklave? Da hat sich die Augenbraue hoch. Ah, ich vergaß, wo wir sind. Er ist ein guter Junge. Ich denke, wenn er diese Reise überlebt, schenke ich ihm die Freiheit. Oh, großzügig. Daraus nickt dem kleinen Taschenträger mal zu. Kann Hilal eigentlich Gareti? Nein. Dachte ich mir. Ja, man klopft ihm nochmal auf die Schulter und bedeutet ihm, sich wieder da zu den anderen zu gesellen, wenn er denn möchte. Sagt, seid ihr schon mal auf einem derartigen Schiff unterwegs gewesen? Nein. Und es widerstrebt mir auch, es zu tun, aber ich sehe keine andere Wahl. Gut, nun. Wir werden euch die ein oder anderen Kniffe zeigen, aber keine Sorge. So eine Arche fährt sich fast wie von selbst. Und schwimmen? Nun. Blutigen See empfehle ich euch nicht ins Wasser zu fallen. Schwimmen ist dort fast unmöglich.